Sehr geehrte Kunden und Neukunden, herzlich willkommen in unserem Showroom in München. Mein Name ist Benedikt Lechner und ich bin der jüngste Geschäftsführer der Tobler Sicherheitstechnik und somit die nächste Generation unserer 125-jährigen Geschichte. Unser Ziel ist es, Sie als Kunden bestmöglich zu betreuen. Mit der Hilfe dieser Kurzvideos möchten wir Ihnen die Bedienung unserer Produkte daher noch einfacher gestalten. Für jeden Hersteller verfügen wir über einen kompetenten Ansprechpartner, der Ihre technischen Fragen gerne ausführlich beantwortet. Mein Name ist Stefan Strempel. Ich bin bei Tobler Sicherheitstechnik für die Zutrittskontrolle und für den Hersteller Siemens Voss zuständig. Beim Batteriewechsel am elektronischen Doppelknaufzylinder von Siemens Voss gibt es immer eine Elektronikseite und eine Mechanikseite. Die Elektronikseite ist durch den schwarzen Kunststoffring zu erkennen. Hier befindet sich auch das Batteriefach. Zum Batteriewechsel gibt es einen sogenannten Batteriewechselschlüssel. Diesen Batteriewechselschlüssel hinter dem Doppelknopf einfahren, arretieren lassen, eine kurze Rechtsbewegung. Dadurch wird der Deckel gelöst. Den kann ich dann nach hinten schieben und durch eine kurze Linksdrehung der Kappe kann die ebenfalls demontiert werden. Hier kommt dann das Batteriefach zutage, wo ich einfach die Batterien entnehmen kann und die neuen Batterien wieder einlegen kann. Hier ist wichtig oder ungewöhnlich, dass die Batterien auf Plus liegen, sodass der Zylinder von beiden Seiten die Spannung abnehmen kann. Beide Batterien einfahren, der Zylinder piept mehrmals mit einem Reset. Dann muss die Kappe wieder montiert werden. Hier gibt es genau eine Nase, die spitz zuläuft und eine Markierung hier auf dem Kunststoffring des Zylinders. Kappe wieder einführen. Leicht nach rechts drehen. Deckel wieder auffahren. Er muss hier bündig sein, sonst lässt sich der Bajonettverschluss nicht mehr verschließen. Batteriewechselwerkzeug einführen. Und die Arretierung verschließen. Beim Batteriewechsel vom elektronischen Beschlag von Siemens Voss, dem Smart Handle, gibt es einige Sachen zu beachten. Es gibt verschiedene Modelle vom Beschlag, bedeutet, der Batteriewechsel kann auch bei den unterschiedlichen Modellen etwas abweichen. Grundsätzlich ist der Vorgang immer derselbe. Es gibt ein Cover, unter dem Cover ist das Batteriefach und dieses Cover wird von diesem Deckel hier gehalten. Um diesen Deckel zu entfernen, gibt das Batteriewechselwerkzeug von Siemens Voss hierbei, hier unten mit der Klammer die Arretierung nach oben schieben. Dadurch löst sich dieser Deckel. Der kann dann über die Klinke entfernt werden und nach dem Entfernen des Deckels kann auch das Cover entfernt werden. Unter dem Cover befindet sich dann das Batteriefach. Das kann je nach Modell hier elektronisch sein oder auch ein Kunststofffach. Das Kunststofffach oder das Batteriefach aufklappen, Batterie entnehmen, neue Batterie einbringen und Batteriefach oder Elektronik wieder schließen. Nach dem Schließen des Fachs muss das Cover wieder aufgebracht werden. Hier über die Klinke das Cover einfahren. Dann beim Deckel mit dem Batteriewechselwerkzeug die Klammer nach innen schieben. Über die Klinke den Deckel einbringen und das Cover arretieren. Ich hoffe, unser Video konnte dazu beitragen, Ihnen die Bedienung unserer Produkte zu erleichtern. Weitere Anleitungen erstellen wir gerne auf Wunsch zu anderen Themen und Herstellern. Kontaktieren Sie uns hierzu einfach über den unten eingeblendeten Kontakt oder schreiben Sie uns eine Nachricht auf Facebook. Gerne vereinbaren wir auch einen Vor-Ort-Termin in unserem Showroom mit Ihnen.